Bevor das Video beginnt, möchte ich mich noch einmal bei Lufen und Lukas3482 aus dem MyPlayPlanet Server Team bedanken, dass sie mir diese Aufnahmen ermöglicht haben. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Fight des Viertelfinales. In diesem Fight kämpften das Team Interstellar auf der rechten Seite gegen das Team Blackfire auf der linken Seite. Und somit gewann Interstellar den ersten Viertelfinalfight und ist damit weiter im Halbfinale. Im zweiten Viertelfinalfight fightete das Team Gurkenparade auf der linken Seite gegen das Team Lucifer auf der rechten Seite. Nach diesem sehr, sehr kurzen Fight hatte sich nun auch das Team Gurkenparade fürs Halbfinale qualifiziert. Im dritten und damit auch vorletzten Viertelfinalfight fightete das Team Anubis auf der linken Seite gegen das Team Volumina auf der rechten Seite. Im vierten und somit auch letzten Fight des Viertelfinales kämpften das Team Infernum auf der rechten Seite gegen das Team Campy & Friends auf der linken Seite. Damit stand auch das letzte Team, welches ins Halbfinale einziehen wird, fest, und zwar Infernum. Machen wir weiter mit den Fights vom Halbfinale. Im ersten Halbfinalfight traf das Team Interstellar rechts auf das Team Gurkenparade links. Nach diesem sehr, sehr ausgeglichenen Fight schaffte es das Team Interstellar, sich fürs Finale zu qualifizieren. Im zweiten Halbfinalfight traf das Team Infernum auf das Team Anubis.
come closer right behind. Is it only when you feel the party's empty that it's gnawing at the corner of your mind? Als nächstes ging es dann um den Platz 3 zwischen den Teams Gurkenparade und Infernum. Und somit kommen wir auch schon zum letzten Fight der Fight Night, dem Fight zwischen Interstellar und Anubis. Thank you.
Damit gewinnt Anubis die Fight Night und es ergibt sich folgende Platzierung.